herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge hier vom Projekt Berghof, hier vor Dürrenrot. Ja, wie man sieht, habe ich hier ein Futter Stroh gekauft, weil ich habe gesehen, dass unser Stroh auch nicht mehr weit längt. Du, jetzt hast gerade billig gesehen. Darum hätte ich gedacht, hole ich mal ein Futter und mit dem sollten wir auch schon über den Winter kommen. Und ja, da hätte ich gesagt, steige ich hier gerade mal ein. Fahren wir hier mal los. So. Genau. Dann bringen wir jetzt das zum Hof. Und dann werden wir das abladen. Die Palettkabel habe ich jetzt inzwischen bekommen. Dann werden wir das Zeug. Oder das Zeug bauen, werden wir abladen. Und die Schaufel habe ich anfangs total verräumt. Dort müssen wir, glaube ich, noch die Basepalette verräumen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Tier fahren. Ich glaube, wir sollten noch ein Silo bauen reinstellen, den Kühe oder zwei. Dann sollten wir noch. Sollte noch alles? Nicht mehr, wir werden sehen, wenn wir auf dem Hof sind. Aber er hat jetzt gesagt, wir fahren zuerst mal hoch. Da kommt nichts. Aber ich glaube, bis wir hier die Bau abgeladen haben, ist schon ein bisschen Zeit vergangen. So, jetzt sollte ich hier noch ein schönes Bild machen. So. Gut. So, ich will hier ein bisschen Gas geben. Jetzt ist natürlich dumm, dass ich hier vor dem Hocker abbremse. Weil jetzt kommen wir. Auch noch schleichen durch. Jetzt, als ich schon dumm bin, hätte ich theoretisch auch noch tanken können. Aber ja, ist jetzt gleich. Das wird auch etwas sein, was ich auf jeden Fall noch muss auf dem Hof irgendwo herbauen. Tankstelle. Und vielleicht noch irgendwie noch einen grösseren Kalberstall. Oder ich halt dachte, dass man vielleicht irgendwo noch einen Gustistall herbauen könnte. Aber ja, das ist auch mehr Zukunft in der Zukunft. Müssen wir einfach mal schauen, dass da genug Geld reinkommt. Man muss ja auch noch monatlich Kredit abzahlen. Und dann vielleicht noch einen aufnehmen für eine Reform, die wir kaufen. So, ich glaube, ich muss gar nicht durchschalten, ich dürfte eh nicht schneller als 30 mit dem Kipper. Oh, ich glaube, der hat sogar noch einen 25er Kleber dran. Aber das ist jetzt eigentlich gleich. Ich fahre jetzt mit dem mal zum Hof. Jawohl, 35 geht auch. Das ist nicht so tragisch. Was wollte ich noch? Wir haben auch ein bisschen zu viel feurigen Mist, wenn wir erst im Frühling die Mist setzen. Dann kann ich dann mit dem feurigen Mist vielleicht noch Missionen machen. Vielleicht, wenn wir Beschütte führen, haben wir auch noch ein bisschen feurige Beschütte. Aber das könnte ich eigentlich auch noch jetzt machen. Schauen, ob da noch einer Beschütte will, sonst dem geht Beschütte führen. Vielleicht mache ich das dann bis zur nächsten Folge auch. In der nächsten Folge werden wir sowieso auch relativ viel vorgespult haben. Weil ja, jetzt gibt es nicht mehr viel Schlaues zu tun. Ausser halt ja, hier und dort noch ein bisschen Hofarbeit, aber ist nicht so interessant. Wald haben wir auch nicht. Oder fast nichts. Darum. Ja, momentan geht es halt nicht so viel Interessantes. Dann würde ich vielleicht noch eine Folge mit im Winter machen, wenn wir dann Hofarbeiten machen. Ich würde eigentlich auch noch irgendwie. Vielleicht mal Schnee schoren. Können wir hier bei unserem
Ja, Lohnunternehmer mal eine Schnitze holen und mal ein bisschen den Hofraum. Das wäre vielleicht noch etwas Interessantes. Aber sonst wüsste ich gerade nicht unbedingt, was man noch machen will. So. Hochschalten wieder. Ja, hier alles schön orange. Schön zum jetzt im Herbstzimmer. Oder ja, eigentlich schon mehr Ende Herbst. So. So. Jetzt glaube ich, fahre ich mal da hoch. So. Und dann fahre ich hier irgendwie so eine Kabelplatte. Jetzt hoffe ich, komme ich hier noch vorbei, weil ich wollte ja zuerst noch Horti. Ich glaube, so könnte ich den sogar schon fast losstehen. Ja, noch ein bisschen vorne. So, stelle ich den ab. Oh, da komme ich schon noch gut nebendurch. Das passt auch. Verräumen wir jetzt hier noch Horti, die letzte. Komm, hinter sie. Hier das letzte Palett. Komm. So. Gut. Stellen wir das auch noch Horti hoch. Hier wollen ist jetzt momentan gerade schlecht zum Verkaufen, darum warte ich mit dem noch. Was können wir denn? Ich glaube, im Frühling ist es gut. Bis dann werden sie auch noch etwas produzieren. Dann können wir auch noch grad etwas mehr verkaufen. So, komm hoch hier. So, jetzt stellen wir die auch hier her. So. Gut. Ja, noch ein bisschen höher. So. Gut. Dann passt das. So, komm. So, jetzt das. Dann kann es halt ab, wenn sie hier durch den Boden verschwinden. Das ist wieder mal ein Bug vom LS. Jetzt hoffe ich, dass sie hier im Stall unten liegt. So. Gut. Nein, sie haben hier irgendwie die Tilly oben. Ja, ich mache jetzt heute die Cut und wir sehen es wieder, wenn ich das habe behoben. So, da wäre ich jetzt schon wieder. Es ist schneller gegangen als gedacht, aber jetzt gleich heute die Cut gemacht. So, jetzt, ich glaube, ich habe gesagt, ich nehme hier die Bau gerade mit dem. Geht am gäbigsten. Jetzt hoffe ich, der Hoflader ist genug schwer dafür. Jetzt löse ich hier mal heute die Spannset. So. Also zuerst werde ich hier eigentlich die oberste drauf nehmen. Ja, jetzt ist die Frage, ob ich hier durchkomme. Ja. Oh, halt eben. Wird ein bisschen hinger. Nein, da komme ich so nicht durch. Das heisst, ich nehme jetzt mal hier unten ab und hoffe, dass die obere Bau runterfällt. Und das wäre auch ein gutes Thumbnail. So. Gut, irgendwie so. Gut. Das heisst jetzt so, nehme ich die mal hinten. Die obere hier kommt hoffentlich runter. Ja, das passt auch mit dem Gewicht, sehr schön. Jetzt ist eigentlich die Frage, wo wir die herbeigen.
Ja, was machen wir echt da? Ich glaube, ich gehe hier zu hingern. Ich kann jetzt auch im Wagenshop vorbeigehen, aber das ist auch nicht zu hören. So. Gut. Biegen wir recht hier hängen her. Eine könnte eigentlich noch gerade in den Stall runter tun. Und dort habe ich nämlich keine mehr. So, das heisst, hier nehmen wir jetzt gerade mal die. So, irgendwie überwerfen. Nein. Aber so ist gut. Jetzt wollte ich aber die anders nehmen. Nämlich so schräg. Genau, so. Dass ich nämlich die hier unten gerade schon in die Ecke hinten stellen kann. So. Hier so. Dann werde ich die hier schon an die Wange herstellen. Ja, so. Perfekt. Gut, dann laden wir hier mal die nächste ab, oder probieren es zumindest. Kann ich wieder voll raus. Vielleicht geht es auch etwas besser von Innenansicht. So, gut, also. Ich hätte auch gesagt, nehmen wir die hier. Gut. Das passt soweit. Jetzt schauen wir die Hänge schön gerade reinfahren. So. Jetzt hier voll einschlagen. Und dann sollten wir hier gut rumkommen. Das ist auch der Fall. Dann gehen wir hier wieder runter mit der. Oh, ich könnte die gerade auf diese Uhr stellen. So. Sehr schön. Und wieder kehren. Und hier vorfahren. Dann nehmen wir hier die nächste. Hier hängen. So. Gut. Jetzt probieren wir auch schon, ob ich hier vorne kehren kann. Es geht nämlich ein bisschen gäbiger. So. Gut. Mir gefällt es noch möglichst weit hier, was ich gut, aber ich kann so abnehmen. Sehe ich vielleicht oben durch. So. Gut. Dann kann ich die Auto hier herstellen. Und dann schon wieder die nächste holen. So. Dann habe ich hier die kleine Quaderbauerpresse verkaufe ich dann vielleicht nach der nächsten Strohernte. Ja, vielleicht mache ich auch noch eine kleine Heubäuerli. Aber so viel bringt es eigentlich nicht, kleine zu machen. So. Voll einschlagen. Voll um und durch. Was man mit dem Heu vielleicht auch machen könnte, wäre Quaderbauer pressen. So.
rausstellen da. Gut. Hier unseren Kreis um Eier könnte man eigentlich auch verkaufen. Und ja, brauchen die wir den nicht mehr unbedingt. Vielleicht werde ich noch einmal damit mähen. Einfach noch mal aus. Ja, was schön ist. So. Abelassen. Das Ganze. Das ist jetzt knapp da hin. Aber ja, dann fahre ich halt den Weg rum. Die, glaube ich, stellen wir jetzt echt mal drauf hoch. So. Hier so drauf hoch. So. Kann ich das hier auch noch drauf stellen. Die letzte stelle ich halt dann eben dran. Hier wird hier so ein Häufchen Stroh. So. Und den müssen wir noch. So. Das suchen. So, hoffentlich können wir da hier schön neben dran. Ja, noch nicht ganz. Aber so. So ist doch das schön. Gut, jetzt hier noch die letzte. Gut, die stelle ich glaube jetzt neben dran. Oder die stelle ich glaube gerade irgendwo hier vorne her. Dass wir werden ja eh wieder kurz um eine brauchen, dann müssen wir die nicht ganz hinten dran vorne suchen. So. Hier zum Beispiel. So. Hier oben könnte man auch mal ein bisschen aufräumen. Ich glaube, die Presse muss ich nicht unbedingt oben haben. Ja. So. Habe ich jetzt wollen. Auf dem Ort die abhängen. So. Unser Hofladergerät habe ich jetzt angefangen, die Joss herzustellen. Dann dort mal den Silo-Greifer. So, dann noch heute die Schläuche anhängen. Dann können wir hier. Da hat es hier angehängt. Nein. Gehen wir auch mal wieder in die Aussenperspektive. Fahren wir jetzt hier heute zu den Silobau runter. Ja, dort eine mit hoch. So. Eben Mist haben wir eigentlich relativ voll schon. Weil ich denke, dass ich es auch gegen vorne kann brauchen, dass man dann auch im Frühling wieder von innen anfangen kann mit herbeigen. Komm, so, sehr schön. Eigentlich kann man noch relativ viel löpfen hier mit dieser kleinen Maschine. Ja, mal, wenn wir bremsen, geht er hoch. Ja, heute bin ich auch relativ hart in Bremse. So. Gut. Dann halt die Orte an. Über die Topfolie. Ich muss noch die absetzen. Jetzt ist es nicht gäbig.
Komm. So, jetzt. So. Gut. Dann können wir das hier nochmal herstellen. So. Gut. Der hier. Oh, ich kann noch gerade den Amtbau abnehmen. Ich würde mal anfangen mit dem Amt zu fahren. So. Nach der Umgebung mit dem Greifer, da kommt man relativ weit hoch und weit vorne. So. Gut, dann stellen wir die auch noch runter. Dann haben wir das, glaube ich, schon mit vorne. So. Ich glaube, diese Maschine wird ich auch noch etwas umbiegen bis zur nächsten Folge. So. Ja, die haben relativ viel Hunger da, die Kuhlis, wie man sieht. So, ich stelle jetzt echt die mal hinter sie hier rein. So. Gut, dann. Hier noch zusammen. Hier runter. Gut. Dann stelle ich hier die ganze Maschine mal ab. So. Dann sehen wir es hier unten noch. Da ist, glaube ich, alles gut soweit. Nochmal. Sieht alles gut aus hier unten. Hier auch. Wir müssen überlegen, wenn man die etwas schön überstellt. Vielleicht hier den Schwatter hier neben dran Platz. Und dann könnte die Presse hier abnehmen. Wird hier auch ein Platz geben. Ja. Sehen wir den. Im nächsten Fall haben wir es umgestellt. Eigentlich diesen Wagen möchte ich gerne noch hier reinstellen. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, das war es von dieser Folge. Lasst ein Like, ein Abo da und bis zur nächsten Folge.